Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einer neuen Folge Sims 2 Waisenhaus Challenge. Im letzten Part, seht ihr es gerade noch, ist die liebe Beate gealtert. Mist, Mist, Mist. Ich hatte ja die ganze Zeit das Problem, altern die jetzt Donnerstag, weil da stand noch ein Tag, oder ist das Freitag gemeint? Und da ich keine Meldung gehabt habe von wegen der und der altert, hol den Kuchen raus, bin ich davon ausgegangen, dass Freitag der Tag ist. Na gut, wie dem auch sei, wir haben es noch so halb mitbekommen, da ist sie, die Beate, das heißt aber auch im Gegenzug, dass der liebe kleine Adrian jetzt noch altert und der große Anton. Ich habe auch, bevor ich jetzt hier losgelegt habe, schnell noch überall kontrolliert, was die beiden, was die drei dann an Punkten bekämen. Also was jetzt der aktuelle Stand der Dinge ist mit Noten und Freunden. Und ich muss es wirklich gestehen. Beate, ehrlich, sie hat nicht einen einzigen Freund außerhalb der Familie. Sie hat zwar irgendwen auf 55, aber ohne Freundes. Dings, das heißt, sie kriegt ja voll die Minuspunkte aufgeschrieben. Ja, wo war denn das? Sie hat ja noch nicht mal alle Freunde innerhalb der Familie. Also, hier, nee, 66, Adrian. Ah, nee, das ist ja Adrian. Hier, 42, die Greta Dingsbums, genau. Habe ich jetzt wieder verwechselt. Gut, dann war das Adrian. Adrian hat zumindestens einen Freund außerhalb der Familie und das ist, hier, er. Der Timo. Genau. Den, also insofern kommt er an den Minuspunkten vorbei, kriegt aber auch keine Punkte aufgeschrieben für plus drei Freunde außerhalb der Familie. Das heißt, das bleibt sich neutral. Leider Gottes hat er aber auch fähigkeitenmäßig nichts drauf. Und leider auch bei der Beate. Ich hatte gehofft, sie kriegt wenigstens für die Kreativ auf 5. Sie hat nur 4 Kreativpunkte. Ich weiß nicht, was ich in letzter Zeit gemacht habe. Ich muss mich da echt wieder mehr drauf konzentrieren, die ein bisschen zu leveln. Ja, also da insofern auch nichts. Wenigstens sind beide im Platin-Status. Das ist gut, haben beide die 1 plus als Note. Insofern alles Paletti. Unser großer Anton ist ja eh unser Prachtexemplar. Der kriegt nur gute Punkte aufgeschrieben, außer dass er halt hier nicht mehr komplettiert hat. Aber das ist nicht so schlimm. Er hat sein Stipendium, er hat eine 1 plus, er hat eine Freundin. Und er hat sowieso haufenweise Freunde, also da sieht man es ja, 1, 2, 3, feste Freundin, 4, also alles gar kein Thema bei ihm, Gott sei Dank. Insofern startet der mit ganz guten Voraussetzungen in sein Erwachsenenleben. Er hat zwar jetzt gerade nur Goldstatus, aber das ist ja mal wurscht. So, und bevor ich hier weitermache, würde ich sagen, weil ich denke, dass gleich Adrian am Altern ist, drücke ich jetzt mal wieder auf Play und hoffe, dass ich nicht wieder was verpasse. So, also Beate ist schon gealtert. Komm, Adrian, dann hops rum und... Ach so, wir müssen ja... Ach du meine Güte, das habe ich ja ganz vergessen. Moment, Würfel und Liste und... Ach Gott, nee. Ich habe ja gar keinen Plan. Ich habe ja ganz vergessen, dass ich auswürfeln muss. Momentchen. Mal kurz rumkramen. Hier, da habe ich Liste. Liste, Liste. Au, jetzt stehe ich auf meinem Kabel. So, und Löffel. Würfel habe ich auch noch mal besorgt. Wie war denn das jetzt noch mal? Ich habe überhaupt keinen Plan. Hier drin ist so dunkel. Ne, 5 haben wir gewürfelt. Was ist das noch mal? Ich brauche Licht hier. Das ist... Ich sehe nichts. Das ist zu duster. Moment. Was probieren, ob das geht. Komme ich denn an? Ja, so. Ja, mal Licht anmachen. Nicht wundern, warum es bei mir so duster ist, aber es ist früher Morgen und es ist noch angenehm zum Aufnehmen von der Temperaturen her und deswegen. So, 5 ist Laufbahnspaß. Wenn ich mich jetzt nicht total verirre, das wäre dann hier. Sie möchte Spaß haben, das passt ja irgendwie auch zu der guten Maus, ne? Und was will sie denn? Arbeitstier haben? Charismatisch soll's sein und sie steht nicht auf Parfüm. Okay, ja gut, dann bitteschön. Nein, wir lassen niemanden altern, das ist so okay. Ah, ja, Okay. Sie ist was? Moment, Moment. Nee, nicht wegrollen, Mann. Bleib doch mal da.
Beate ist jetzt Teenager. Als Kind hat Beate die Laufbahnstufe Genie erreicht. Das ist großartig. Beates Leben könnte nicht besser laufen. Oh Gott, ich kann heute nicht lesen. Ich bin fast etwas traurig, dass dieser Abschnitt meines Lebens vorbei ist. Es war fantastisch. Dennoch bin ich bereit für neue Herausforderungen und könnte mich dabei nicht besser fühlen. Yes! Das finde ich super, Beate, dass du so denkst. Jetzt ist halt die Frage, Beate ist fertig, das heißt wahrscheinlich, wenn ich den Entschuldigung, Adrian hier vom Fernseher weghole, dürfte der auch altern. Ich will den Anton aber auch nicht verpassen. Das heißt, wir holen jetzt den Adrian vor dem Fernseher weg. So. Erstmal Fernsehen auf. So, wir können das auch wieder so einstellen. Er hat genug Spaß. Komm, dann altere. Ich nehme an, du bist der Nächste, oder? Wie machst du das jetzt? Ja, da ist die Tür zu. Ich weiß. Kommst du jetzt mal hierher? Nein, du sollst jetzt nicht ins Bett. Hallo, Moment. Kriegen wir das jetzt bei ihm nicht hin, weil er gerade so ex der ist doch gar nicht so extrem müde. Moment, dann haben wir ja vielleicht Glück. Ehrlich, Leute, ich krieg gerade die Krise. Ich hasse es. Ich hasse diese ganzen Geburtstage, die ewig und 5 Jahre dauern und nie so laufen, wie sie sollen. Das ist einfach so, ne? Party, 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 wo ist das Zeug? Da. Ein Geburtstagskuchen. Zacki-boom. So. Dann machen wir es doch ganz einfach. Vielleicht haben wir ja Glück und können den Adrian noch an seinen Kuchen bringen. Kerzen auspusten. So, mach das mal. Dann hätten wir wenigstens einen, der es hinkriegt. Und vielleicht schaffen wir es dann bei unserem Anton auch noch. Komm, beeil dich. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ach, da. Wie musst du hinter dem Ding rumlaufen? Ich sehe ja so nichts. Komm, beeil dich. Kriegen wir dich wenigstens hin. Da liegt ein Fisch auf dem Boden, oder was ist das? Ja, scheint so. Auf geht's, Leute. Versammelt euch. Hier hat einer Geburtstag. Hat er noch gepustet oder nicht? Ich glaube nicht. Juhu! Und da im Hintergrund Anton auch. Wow, was Punkte da rumploppen. Sims, die bald älter werden. Ja, nee, wir machen da nichts. Von wem ist das jetzt überhaupt? Nee, nee, nee. Nee, nee. So, stopp. Ach ja, genau. Das kommt auch noch. Einmal würfeln. Uah, eine Eins. Oh Gott, Adrian kriegt eine Eins. Was ist Eins? Wissen. Ne? Sehe ich das gerade richtig? Jawohl. Er bekommt die Laufbahn Wissen. Adrian, enttäusch mich nicht. Du musst jetzt ganz viel lernen. Du kriegst Wissen und du stehst auf. Nee, das kann ich so nicht lassen, Leute. Der kriegt ja nie eine. Er steht auf Hüte und graues Haar. Was ist bei dir kaputt? Darf ich das graue Haar wenigstens umändern? Weil dann so kriegt der doch kein Mädel ab. Und er mag keine Badekleidung. Nee, ich hab gesagt, ich ändere da nichts. Wir bleiben uns treu, wir lassen das, wie es ist. Aber wie der eine Freundin kriegen soll oder überhaupt. Ja gut, dann muss er irgendwen kennenlernen, der wenigstens mal eine Mütze auf dem Kopf hat oder so. Gott, das wird schwierig. Nun gut. Ja, dann, okay. Stopp. Nein, du machst da auch nichts. Stopp. So, fangen wir mal unten an. Nee, oben. Adrian ist jetzt Teenager. Als Kind hat Adrian die Laufbahnstufe Genie erreicht. Das ist großartig. Adrians Leben könnte nicht besser laufen. Ich bin fast etwas traurig, dass dieser Abschnitt meines Lebens vorbei ist. Es war fantastisch. Dennoch bin ich bereit für neue Herausforderungen und könnte mich dabei nicht besser fühlen. Hatten wir doch eben schon. Aber Anton ist jetzt erwachsener. Als Teenager hat Anton die Laufbahnstufe Hipper Szenekenner erreicht. Das ist gar nicht so schlecht. Mit ein wenig harter Arbeit kann das Leben noch besser werden. Ich fühle mich großartig. Wenn ich mich mein ganzes Leben lang so gut fühle, ist einfach alles möglich. Yeah, das hoffe ich doch auch, mein lieber Anton. Gucken wir uns den mal an. Wow, er hat jetzt einen fächen Kurzhaarschnitt verpasst bekommen.
Hat der nicht extremst blaue Augen, Leute? Guckt doch mal. Das ist ja so genial, das ist ja so genial. Er hat es wirklich geschafft. Der beste von wahrscheinlich allen. Ich glaube nicht, dass ich noch mal einen so gut abschneiden lassen kann wie den Anton. Guckst du mal? Hallo. Ja, irgendwie sieht unser Adrian aber auch echt fech aus. Also die Nase ist vielleicht ein bisschen groß, aber ja, doch, nicht schlecht. Und ein Pulli mit kurzer Hose. Ich finde das immer so abartig. Aber gut, okay. Also am besten gefällt mir Beate gerade. Und ja, ich bin begeistert. Ich habe jetzt gar kein Kind mehr hier. Yeah! Wir sind kinderfreie Zone. Und Anton zieht dann auch aus, ne? Der Große. Aber er darf heute noch. Also ich finde, heute darf er noch. Den nächsten Tag hat er frei und dann, ja, aufräumen. Das dachte ich mir, dass das nicht mehr geklappt hat. Dann räume du mal auf. Ich glaube, irgendwo im Inventar haben wir noch genügende Kuchen übrig. Genau, hier zum Beispiel. Die Beate stellt mal ihren Kuchen zur Verfügung. Halt, ne? Kann man das nicht auf den Boden stellen? Doch da, irgendwie da. Hoffentlich können die sich da was nehmen. Na, schauen wir mal. Zack. Kannst du dir da was nehmen? Ja. Nimm dir einen Teller. Und du nimmst dir dann auch einen Teller. So teilen wir ganz brüderlich, schwesterlich hier unsere Kuchen und ja, wird schon. Ich lass mal weiterlaufen. Hehehehe. Hallo? Nee, weiterlaufen, bitte. Ah. Zack. Oh, ich kleb schon wieder. Leute, ich kleb schon wieder. Wie viel Uhr haben wir? Hab jetzt wieder nicht auf die Zeit geachtet. Ja. Irgendwoher höre ich hier dauernd ein Gitarrensolo in die Ohren kreischen. Wer spielt denn da? Ist da oben wer? Tamara hat alles verpennt. Jo, das kennen wir von ihr, ne? Tamara ist da ganz... Puh, interessiert mich doch nicht. Ja, schön, Tamara. Komm mal runter, hol dir auch mal ein Stück Kuchen. Komm, wenigstens das. So, ja. Alfred ist ein bisschen knatschig jetzt. Ach, das ist ja echt der Hammer. Was machen wir jetzt? Moment mal kurz. Ich muss hier mal ein bisschen Ordnung reinkriegen. Ich werde gerade ein bisschen... Sie hat Hunger. Wieso hast denn du noch Hunger? Du hast doch eben gegessen, oder nicht? Mädel, Mädel, du machst mich wahnsinnig mit deinem Hunger. Und du könntest mal einen Nachtisch servieren. Komm, mach mal Wackelpudding, da kannst du dir dann was von nehmen. Das ist eine gute Idee. So, er möchte eigentlich erstmal, wo bist du? Da. Er muss duschen. Das tut mir leid. Dann geh du mal da duschen, dann bist du mal aus dem Weg. Ich krieg gerade die Krise hier. Und anschließend, naja, ins Bett um so eine frühe Uhrzeit, ich weiß ja nicht. So, du hast genau das gleiche Problem, wenn du, er möchte ausziehen. Jawohl, das machen wir nämlich direkt fest. Wenn du fertig bist, darfst du hier mal säubern, benutzen und auch mal duschen. Das ist eine gute Maßnahme. So, du bist da am Schwatzen. Mit wem schwatzt du da? Mit leise Lachen? Ach so, über deine Schwester, ja. Warum auch immer. Hatten wir nicht irgendwen hier? Ach, das war das kleine Mädchen da. Gibt es denn wen, den du kennst, den du vielleicht mal anrufen könntest? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was mache ich denn mit dir, Adrian? Ja. Keine Ahnung. Hast du Mechanikpunkte? Auch nicht unbedingt. Ach, mach, was du willst. Keine Ahnung. So, unser Anton, oh Gott, der muss auch dringend dann mal duschen und, und. Ja. Gut, das wird schwierig. Du gehst dann erstmal hier benutzen, Hände waschen und du könntest dann mal hier telefonieren. Das ist eine gute Idee. So, Tamara geht essen. Du, willst doch nicht jetzt ins Bett. Mann. Will er denn zum College gehen? Ist okay. Was kann ich dir denn Gutes tun, meine Güte? Mechanik, Reha, Körper. Ich habe eine Idee. Er ist aber schon so müde.
du kannst mal hier noch ein bisschen rutschen gehen. So, basta. Und Beate, ja, du musst mal hier hin. Gott, nee, ich kriege hier echt nichts mehr gebacken. So, dusch mal und dann gucken wir mal. So. Dann lauft mal. hier der Anton. Ach so, ja gut, der darf dann hinterher, wenn er fertig ist, vielleicht auch mal hier das Ding reparieren. Wäre mal echt nett. So. Ulrike, genau, du brauchst es nicht austeilen, du sollst dir hier was nehmen. So, und Anton. Wo ist unser Anton? Hier. Tamara, ich hatte dir gesagt, du sollst... Wow. Sie levelt gerade. Oh, ja. Mach du mal. Aber hör auch mal wieder auf, du hast Hunger. So, wo rennst du hin? Adrian, was machst du da? Hallo, ins Bett gehen oder wie oder was? Oh Gott, ich krieg gerade gar nichts mehr. Anrufen. Ich glaube, er wollte die Susanne anrufen. Plaudern, einfach nur plaudern. Zack. Du gehst ins Bett oder was hast du vor? Tatsächlich, er schläft. Ist schon so müde. Na gut. Okay. Wenn du fertig bist, gehst du auch schlafen im Schlafanzug. So. Er geht auch schlafen. Jo, gut, von mir aus. Und was ist mit dir? Du telefonierst, genau, und dann tust du da noch reparieren. Tamara isst was und du... Ah, da schwimmen zwei. Das ist gut, das ist gut. Und wo ist Beate? Die duscht noch, genau. Und die braucht dann noch Spaß. Oh Gott, ich muss mich jetzt hier echt... Ich weiß noch nicht. Gut, du kannst dann da ein bisschen Fernsehen gucken, würde ich sagen. So, Ulrike. Wen haben wir denn da jetzt gerade? Ah, Tamara, okay. Könntest du die mal umarmen? Das wäre doch mal eine Idee, oder? Umarmen sie doch mal freundschaftlich. Und dann räumt ihr hier mal bitte die Reste weg. Reste weglegen. Reste weglegen. Abspülen. Tamara, hattest du dir was zu essen genommen? Nee, du solltest doch ihr... Hallo. Und wer war denn da gerade am Telefon? Hallo, huhu. Oh, wieso bist du jetzt da oben? Ich suche wen, der ans Telefon kann. Stopp. Wen habe ich denn jetzt hier? Ach, Marcel. Okay, gut, dann geh du ans Telefon. Komm, hier, abheben. Lass mal den Kuchen da in Ruhe. Will, geh abheben. Ich dreh durch. Es ist mir einfach wieder zu viel Zeug hier. Kann ich... Hey Ulrike, kann ich Alfred sprechen? Nein, der ist gerade im Bett. Und schläft den Schlaf der Gerechten. So, denke ich zumindest mal. Okay, ist jetzt eigentlich hier das Ding repariert? Nee. Wollte das nicht noch einer machen? Hallo, aufräumen. Nee, 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 nee. Kommst du wieder her? Geh aufräumen. So, warte mal kurz. Wen habe ich denn jetzt hier da? Oh Gott, ich komme ganz durch. Das ist Tamara. Gut. Ich muss die beiden lernen, auseinanderzuhalten. Echt eh. Du könntest doch mal mit ihm plaudern. Genau, einen Witz anhören. Lass mal das Zeug liegen. Lern den kennen. Plauder mit ihm und mach sonst noch was. Marcel, hey, guck mal, du hast ein... Oh. Nee, was ist das? Wo ist denn der? Marcel? Wo ist der? Wieso habe ich den nicht in der Liste drin? Himmel noch mal. Ah, Mann. Ich hasse das. Der ist hier nicht. Mach. Komm, Mädel, hör dir den Witz an und dann, wir brauchen noch, mach einfach mal. Du brauchst Freunde. Hast du? Reden, plaudern. Auch unterhalten mit einem Witz und reden, plaudern. So. Kannst du da jetzt nichts reinmachen oder was, weil sie da steht? Ja, komm, auf, abräumen hier. Was ist denn das da wieder? Weglegen. Hallo, Tamara. Ah!
Machst du jetzt mal, was ich dir gesagt habe? Nee, machst du nicht. Oh Gott, du sollst dich mit dem Typ da unterhalten. Mann, wann haben wir denn mal Besuch, den du kennenlernen kannst? Und reden. Abhängen von mir aus. So. Ihr müsst noch nicht so früh ins Bett und selbst wenn, ist mir das jetzt auch mal wurscht. Und dann, du Fernsehguck, Maus, ja gut, sie müsste dann auch mal ins Bett. Himmel nochmal. Ich glaube, der Part wird schon wieder länger als geplant, weil ich die Leute nicht rechtzeitig fertig kriege. So, bist du jetzt mal. Mach, dass du hinter dem herkommst. So, du kannst jetzt ins Bett. Ja, komm. Geh duschen und dann ab ins Bett. Duschen und schlafen. So, wo ist Anton? Der Große liegt in seinem Bett. Alfred liegt im Bett. Der andere Anton, wo ist der? Hallo? Wo bist du? Moment. Wo ist der denn jetzt? Ach, da steht er. Ja gut, dann ab ins Bett mit dir. Und Adrian? Adrian, komm hier ins Bett. Nee, nicht Bett machen. Hä? In welchem Bett hast du dich denn wieder hingelegt? Komm aus Tamaras Bett raus. Aber jetzt ehrlich, mach mal hinne. Ich dreh durch, Leute. Ich dreh durch. Das ist schon schlimm genug, dass ich hier die ganzen Geburtstage nicht gescheit feiern kann. So, du auch ins Bett. Dann haben wir nur noch die Mädels da unten. Ja. Kommt auf, legt euch mal ein bisschen ins Zeug, dass ihr abhängen könnt. Bla 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 bla. Ah. Das ist der Nachteil. Die können nichts zu dritt machen hier. Das ist immer blöd. Plauder, plauder, plauder mal ein bisschen länger. Ja, gut, okay, Beate. Es wäre halt schön gewesen, wenn du den auch noch kennengelernt hättest. Ja, komm, dann geh ins Bett. Schlafen. Schlafanzug, komm. Ja, du bist auch müde. Dann verabschiede dich, komm. Ja, brauchst du jetzt auch nicht mehr abhängen. Dann sag tschüss. Und dann ab ins Bett mit dir. Und dann kann ich hier auch beenden. Ach Gott, ja. Und im nächsten Part, ja, mal gucken. Vielleicht machen wir noch so eine Auszugsparty für den Anton. Oder irgendwas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mal gucken, dass wir den Anton dann hier verabschieden. Dann ist der erste Erwachsene raus. Mal gucken. Ich werde mal schauen, was mir da so einfällt. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Part. Seid auch zufrieden mit den, ja, was draus geworden ist, wie sie ausschauen und so. Also ich finde, Beate sieht richtig knuffig aus und aus Anton mit seinem Kurzhaarschnitt auch irgendwie ganz fesch. Und naja, Adrian, mal gucken. Ne? Also dann, bis das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.